Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Minecraft Let's Play, beziehungsweise nächsten Part von Minecraft Let's Play. Ja, ist jetzt eine Woche her, dass ich gespielt habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz, was wir letzte Woche gesagt haben, was wir noch machen wollen jetzt dann. Ich töte jetzt hier erstmal den Zombie-Pigman. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was wir gesagt haben, was ich machen will. Aber ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, wir schauen mal, ob wir vielleicht eine Rubberbaumfarm zusammenbekommen. Dann haben wir Holz, dann haben wir Rubber und dann können wir auch die ganzen Maschinen schöner bauen. Vor allem dann auch mal später vielleicht mal Solarpanels und sowas. Und das würde ich jetzt einfach mal machen. Ich weiß, wir müssten eigentlich schauen, dass wir eine Quarry zum Laufen bekommen. Okay, wobei, das könnten wir vielleicht auch machen, dass wir einen Liquid Transposer haben, sowas. Haben wir sowas? Nee, haben wir nicht. Das heißt, wir bräuchten einen Liquid Transposer. Wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht heißt der auch anders. Okay, anscheinend heißt der anders. Dann schauen wir einfach noch Thermal Thermalcraft. Fluid Transposer heißt der. Okay. Da habe ich mich wohl vertan. Wir brauchen Glas. Jetzt haben wir so eine komische Box. Okay, also Accumulator brauchen wir jetzt nicht. Ja, irgendwie stehe ich gerade am Schlauch. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen dämlich. Wahrscheinlich merkt man es auch ein bisschen. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen verwirrt, was ich überhaupt will. Aber. Ich schaue jetzt einfach mal, dass hier unsere Ohren wieder weiterlaufen. Glas brauchen wir auf alle Fälle. Die 6, die reichen, glaube ich, für das, was wir vorhaben, aber naja. Wir brauchen auf alle Fälle 2 Copper. Was brauchen wir denn noch? Wo ist der? 2 Copper brauchen wir Eisen, Gold und 4 Eisen. Und noch ein Gold und 2 Redstone. Was gehört oben drauf? Einmal einfach, das heißt, wir brauchen nochmal 3 Eisen. So. Gut, so. Gehen wir einfach mal hier an die Workbench. Das ist falsch, das hier brauchen wir. Ja, genau, das haben wir natürlich jetzt noch nicht. Das glaube ich aber gleich. Hier, den brauchen wir. Perfekt, dann haben wir den. Was haben wir denn jetzt hier? Irgendwie komme ich gerade ein bisschen durcheinander. Nehmen wir den raus. Einmal brauchen wir noch und dann brauchen wir noch Kupfer. Das, was wir jetzt vergessen haben. So, gut, Kupfer haben wir dann auch und dann können wir uns hier den Fluid Transposer schon mal zusammenbasteln. So, gut, das Problem ist jetzt nur, wir bräuchten Enderperlen. Enderperlen vor allen Dingen. Wie machen wir das am blödesten? Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Könnte sich zwar jetzt ein Safari nicht machen, aber dafür brauche ich auch schon Enderpearls. Okay, vertagen wir das. Wir bauen, glaube ich, doch die Rubber Farm jetzt erstmal. Wir haben jetzt hier noch eine Maschine. Stelle ich jetzt einfach mal hier ran. Damit wieder ein bisschen Strom gezogen wird. Und dann gehen wir mal schnell schlafen. Whee. Irgendwie ist das Jetpack komisch. Ich bin das von der Power Armor gewöhnt. Das ist ein bisschen anders. So, wie sieht es denn hier mit unserem Strom aus? Brauchen wir da wieder was rein? Ein bisschen vielleicht, aber nicht dramatisch. Das lassen wir erstmal noch. Genau, mir hat auch Mob-Bombe, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Tipp gegeben, ich könnte da Trichter drauf machen. 13. Haben wir kein Holz mehr? Doch, wir haben noch Holz. So. Darum mache ich das jetzt gerade mal schnell. 2 Chests hier. Zack, Eisen. Haben wir noch Eisen überhaupt? Da wollte ich rein. Pulverized Iron Dust. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Das heißt, wir brauchen 15 Eisen. Okay, wir haben 10 Eisen. Perfekt. Zack. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, einmal waren es 3, aber ist ja gleich. So, und dann packe ich den hier oben drauf. Zack. Zack. Nämlich gar kein schlechter Tipp. Dann könnte ich nämlich hier die ganzen Materialien, die hier noch gemercerated können. Nicht gemercerated.
Ja, getestet. Jetzt habe ich's. Dann nehmen wir das auch mal mit. Ich weiß gar nicht, kann man das überhaupt? Geht das überhaupt? Nein, das geht gar nicht. Okay, so viel habe ich jetzt gar nicht mehr. Nee, so viel habe ich jetzt gar nicht mehr. Die will ich nicht, die muss ich nämlich anders machen. Okay, dann habe ich eigentlich fast gar keine nichts mehr. Dann müssen wir vielleicht mal wieder farmen gehen. Aber erst baue ich jetzt mal das andere und so brauche ich dafür. Einen Harvester. Hier war ich eh schon. Wenn man den V eingibt, kommt er vielleicht auch. Hier ist der Harvester. Gut, dafür brauchen wir wieder Eisen, Gold, Inver, Plastic Sheets. Haben wir hier immer noch Rubber rumliegen? Rubber. Nee, hier ist auch kein Rubber, oder? Hier ist ein Rubber Wood, aber kein Rubber. Oak Sapling hilft mir auch nicht weiter. Hier ist ein Rubber Sapling. Okay. Das setze ich jetzt einfach mal ein. Schauen wir mal, gibt's hier irgendwo noch Rubber? Ist bestimmt noch ein Rubber Tree. Irgendwo. Ich brauche ein Rubber Tree. Hallo. Und hier echt keine Rubber Trees, doch hier sind welche, oder? Hier sind auch keine. Verdammt, da vorne ist einer. Also, hier. Alter, ist das lang. Zieht sich das lang mit dem Jetpack? Ich möchte endlich eine Power Armor. Geht das viel fixer, aber dafür müssen wir noch ein bisschen farmen. Bevor wir uns eine Power Armor leisten können. Ich sollte vielleicht noch was essen. Longfall Boots könnte ich mir auch machen, lasse ich, aber dann warte ich auf die Power Armor, bis ich die hab, weil da gibt's dann wieder extra Sachen, die man reinbauen muss in die Power Armor und somit werden die Longfall Boots dann ziemlich verschwendet. Dann lasse ich das erstmal. Okay. Ich will vielleicht noch ein paar Saplings. Ich habe nämlich nur einen. Ich bräuchte vielleicht auch noch ein bisschen mehr Rubber. Beziehungsweise, wie glaube ich, 5. Hier, das würde sogar, glaube ich, reichen. Fliegen wir mal schnell wieder zurück. Ich fliege nicht zurück. Doch, ich fliege zurück, weil da noch ein bisschen Sand ist. Und Sand brauchen wir auch noch, da wir noch Glas machen müssen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ist diesmal nicht so eine Formfolge wie letztens. Ich hoffe, das ist okay. Baum nehmen wir mit. Das sieht sonst doof aus. Aber ich denke mal, dass das okay ist, wenn wir nicht jedes Mal eine Formfolge machen. Natürlich Ironie, mir ist klar, dass euch die Formfolgen wahrscheinlich nicht so sehr gefallen. Aber Mann, sag ich schon. Aber naja, die gehören auch dazu. Und insofern bleibt mir da nichts übrig, als die auch zu machen. Ich könnte natürlich auch offline farmen. Aber ich meine, ich finde, wenn man ein Let's Play macht, dann sollte man auch alles zeigen. Irgendwie in Form vom Livestream dann von mir aus auch oder sonst irgendwas. Aber zumindest, dass man alles mitverfolgen kann, wenn man das wirklich will. Aber Livestreams werde ich jetzt erstmal nicht machen, weil ich glaube, da habe ich noch ein bisschen zu wenig Zuschauer für. Und ja, ein bisschen wenig Zeit auch. Aber vielleicht irgendwann mal, wenn ich ein bisschen größer werde, werde ich vielleicht auch mal Livestreams machen. Der einzige Vorteil von dieser Armor ist wirklich, dass man im Wasser, wenn man unter Wasser ist, dann kann man dann immer noch schnell hochfliegen. Das geht mit der Power Armor nicht, aber fliegt nicht gut. Weiß nicht, ob so, vielleicht gibt's da auch irgendwas, dass das nicht so ist. Also, dass man doch schön hochfliegen kann. Oh man, kompliziert. Was ist denn los hier? Warum geht hier nichts rein? Ist jetzt ein Redstone-Signal durch die Leitung, oder wie? Schauen wir mal kurz, haben wir eine... Nee, haben wir nicht. Wo ist denn unser Hammer? Hier ist unser Hammer. Der geht aber. Hallo, warum geht das nicht? Ach, bin auch dämlich so und das Gleiche. Wenn ich natürlich oben keinen Port drin habe, dann kann ich das auch nicht machen. Jetzt warten wir, machen wir erst hier den Rubber. Verdammt. Machen wir den Rubber. Sonst ist das ein bisschen blöd, wenn ihr das Ganze, erst das Ganze hier schmilzt.
Gut, das haben wir soweit. Das passt, das passt, das passt. Gut. Wo bauen wir die ganze denn hin? Haben wir noch Pipes? Pipes, sag ich schon. So Stromleitungen. Alter, wären ME-System geil. Das sind die Hardenet. Bräuchten wir wieder Lead? Haben wir noch ein bisschen was? Das heißt, man bräuchte. Lead sage ich immer. Lead brauche ich jetzt. Lead. Hier ist Lead. Jetzt dann. Juhu! Ich glaube, das ist schon alles. Einfach. Nee, ich glaube, Eisen braucht man da noch. Das waren gerade wieder komische Geräusche, ich weiß, aber. Gehört dazu. Ist das so gegangen? Nein. Energy. Energy. Okay, ich glaube, ich habe mich gerade vertippt. Leadstone Energy Cells. Cells vor allen Dingen. Okay, da braucht man Lead Glas und Redstone. Wir haben kein Glas. Wir haben kein Glas. Oh nein, wir haben kein Glas. Der Rubber gehört jetzt hier nur nochmal gebrannt. Kommt wieder oben rauf. So. 1, 2, 1, 2. Zack. Hälfte genügt. Dann noch zwei Glas. Sollte eigentlich erreichen von der Menge. Ach, machen wir es nochmal. So, jetzt soll es aber allerdings reichen. Machen wir auf drei Stück. Okay, so viel. So viel. Inver. Verdammt, jetzt müssen wir wieder Inver machen. Nein, wir müssen wieder Inver machen. Inver macht man, glaube ich, aus Ferrius und Iron, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, zwei Iron. Hä? Wo ist das Iron? Hallo? Iron? Ferrius? Okay. Ich habe alles. Zack und zack. Okay, 18. Ja, ist ein bisschen was, aber naja, was soll's. Zack, brennen wir die mal durch. Ich brauche drei Stück für eine Axt. Perfekt. So, gut, wir haben jetzt hier die Leitungen, die können wir dann verlegen auf alle Fälle. Dann gehen wir wieder zurück zum Harvester. Harvest. Hier ist er. Hier ist er. Hier ist er. Oh mein Gott. Es fehlt uns dein Gold, fehlt uns. Gold. Uns fehlt Gold. Könnten wir eigentlich auch gleich zwei von den Dingen machen. Wenn wir das dann eh noch brauchen. Gut, dann haben wir das. Dann brauchen wir zwei Shears. Eins, zwei. Haben wir die auch. Brauchen wir für den bestimmt auch noch zwei. Gut, dann Gold brauchen wir noch eine Inver-Ex. So brauchen wir vielleicht noch Sticks. Das hier mit, übrigens mit dem Raustun, also dass der gleich im Crafting-Feld drin ist, geht mit Shift gedrückt halten, dann packt er das gleich ins Feld mit rein. Jetzt brauche ich bloß noch den Rubber, den ich gebrannt habe. Genau, dann haben wir unsere Plastik-Sheets. Zack und zack. Und warum geht's nicht? Gold, haben wir kein Gold? Doch, wir haben Gold. Wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wir haben alles. Warum geht's nicht? Was fehlt uns denn? Es fehlt doch nichts. Wir haben doch alles. Aber er mag nicht. Okay, verstehe nicht, warum es gerade nicht funktioniert hat. Gut, und einen Planter brauchen wir noch. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da hinkommen von der Zeit her. Das heißt, wir brauchen Redstone, Eisen, Cobblestone, Holz. Holz haben wir, Cobblestone haben wir auch, Redstone haben wir auch, Eisen haben wir auch. Das heißt, wir bauen uns zwei Pistons. Eins, zwei. Perfekt. Zwei Pisten, zwei Sheets haben wir, das haben wir, das haben wir. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch einen Flower Pot. Aber ich denke, wir haben kein Lehm. Doch, wir haben Bricks. Bauen wir den auch noch geschwind fertig. Geht auch wieder nicht. Wahrscheinlich habe ich auch irgendwas noch nicht. Plastik Sheets. Das gehört unten noch rein. Copper. Okay, Copper habe ich nicht. Oh oh, oh oh.
Doch, wir haben noch Kupfer, okay. Gut, Glück gehabt. So, aber jetzt gehen wir schnell mal schlafen, nicht, dass hier gleich ein Creeper hochgeht oder so. Ja, aber wir könnten es fast sogar noch schaffen. Wir haben bloß ein kleines Problem. Ich weiß nicht, haben wir noch Tiers? Ja, die wollte ich doch auch schon mal hier reinpacken. Kopper brauchen wir zwei Stück. Passt. Die packen wir hier noch hin. Gut, dann haben wir den auch. Dann haben wir noch Dias. Wenn wir keine Dias mehr haben, dann haben wir ein Problem. Aber ich glaube, wir haben noch Dias. Wo haben wir denn die Dias hingepackt? Hier haben wir Dias. Eins oder zwei, ich weiß es nicht sicher. Cobblestone brauchen wir noch. Glas nehme ich mal noch mit. Ich weiß nicht, aber ich glaube, was das so gegangen ist. Ah, verdammt, dann brauchen wir zwei Dias. Damn it! Okay. Gut, dann brauchen wir noch hier diese Pipe. Genau, das dürfte eigentlich eh fast schon gewesen sein. Ich will fast sagen, dass wir die hierher planten. Jetzt einfach mal. Ne, die mache ich jetzt hierher. Geh mal weg. Graben wir hier mal runter. Dann kommt hier quasi der Harvester hin. Okay, genau andersrum. Also dieses Teil hier muss quasi zu dem, was er harvesten soll, schauen. Hier drunter kommt dann der Planter. Sollte eins tiefer stehen. So. Gehen wir hier mal durch. Ich könnte auch meinen Arm verwenden, dann wird das vielleicht ein bisschen schneller gehen. So. Gehen wir hier nochmal durch. Gehen wir nämlich dann die Stromleitung runter. Haben wir eh schon im Inventar. Zack, zack, zack. Ich weiß, das ist optimal verlegt hier. Perfekt verlegt ist das hier. Aber ich will fast sagen, wir gehen da erst später runter. Machen die gerade nochmal weg. Gehen dann da daneben runter. Und dann ist der gleich angeschlossen am Strom. Gehen hier dann runter und hier vor. So, dann brauchen wir hier auf jeden Fall eine Cobblestone Pipe weg. Sollte dann bis hier. Nee, die machen wir bis hier hin. Und hier nach hinten machen wir dann nochmal eine Pipe und da machen wir eine Chest. Eine Doppelchest. Ist jetzt ein bisschen provisorisch aufgebaut hier. Und zwar kommt jetzt hier noch eine Cobblestone Pipe hin. Und wo ist unsere Deer Pipe? Hier ist unsere Deer Pipe. Okay, das ist eh noch eins dazwischen. Naja, gleich. Ist egal. Dann packen wir den hier hin und dann machen wir die Chest eben ein bisschen höher. So, Chest. Machen wir eben nochmal eine Werkbank hier. Eigentlich bräuchte ich die nicht, aber ich will jetzt gerade nicht dahinter gehen. Und zwar kommt jetzt hier unten. Unten ist. Ist schwarz, hier sieht man es bei der Pipe, da kann man nämlich dann sortieren, indem man mit Rechtsklick reingeht. Da sollen die Saplings durchfahren. Damit hier der Planter die wieder bekommt. Setzt jetzt auch sofort. Können jetzt hier eigentlich zumachen. Ja, genau, das war jetzt sinnvoll. So. Das Ganze wieder zu. Durch das Schwarze gehen jetzt quasi nur die Saplings. Und alles andere fährt hier durch das Grüne raus und geht in die Chest. Muss ich gerade mal schnell schauen, ob wir vielleicht noch gerade ein paar Saplings da haben. Hier sind noch drei. Hinten habe ich glaube ich einen gepflanzt. So, dann packen wir die auch noch schnell da unten rein. Stellt die dann hier auch hin. Jetzt könnten wir mal sehen, ob wir ein bisschen Bone Meal haben. Dann seht ihr auch, wie das funktioniert, falls ihr das noch nie gesehen habt. Die meisten haben es zwar schon gesehen, aber naja, trotzdem. Zeige ich das eigentlich immer recht gerne, dann auch wenn ich es schon baue. Ah, hier haben wir Bone Meal. So, jetzt wächst mal hier. Genau, jetzt wächst der hier und der fällt aus. So wie sich das gehört. Der Harvester erntet den. Und man sieht hier, da kommt Saplings raus. Hier sollten jetzt das Holz und der Rubber langfahren und die Saplings sollten nach unten durchfahren und gehen somit wieder in den Planter rein. Rein gehen die. Und der sollte jetzt, sobald er die bekommt, sollte hier auch wieder
ein bisschen mehr Saplings stehen. Der ist jetzt auf ganz klein, also ich habe noch kein Upgrade reingemacht, darum ist das jetzt hier nur 3x3. Man kann das upgraden auf keine Ahnung wie viel. Auf jeden Fall riesig kann man das Ganze machen und damit sein ganzes System versorgen. Genau so sieht das aus. Dann würde ich aber sagen, dann haben wir heute zumindest eine Baumform noch geschafft. Und einen Fluid Transporter. Und ich hoffe einfach, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Danke, tschüss!